Anderson. Nico Jonsson kann sich aber nicht so recht drehen. Dafür ist Gajo anspielbereit. Ja, also jetzt, das ist eine reelle Goethe-Chance gewesen auf das 1:0. Dann aber hat Anderson entschieden, zu lange gewartet. Jetzt Antonov, der hat mehr Tempo drauf. Und Janko hat zurückgearbeitet, holt sich den Ball in die Basler Reihen zurück, begeht das Abspiel dann. Janko lässt prallen für Schmid. Spora, klasse! Steht jetzt alleine vor dem Tor. Spora und scheitert dann an Mal. Das war die beste Szene der ersten Halbzeit. Klasse! Hätte auch noch die Möglichkeit gehabt, Marc Janko zu bedienen. Akanji und der trifft. Da ist das Tor jetzt doch noch für den FC Basel. Es fällt kurz vor der Pause. Ein Schuss aus ziemlich großer Distanz. Via Pfosten geht der Ball rein. Bricht den Sprint nicht etwa ab, sondern geht gleich nach vorne. Zusammen mit Munsi. Munsis erste Szene. Eine gute. Also, so kann man sich natürlich in Szene setzen. Hier muss sie auf Petretta. Und die Möglichkeit für den FC Basel, für Kutesa war das. Ein Kopfball am Ende mit zu wenig Wucht. Auch wenn bei GC nicht viel zusammenpasst, nach einem Freistoß kann sich natürlich die Situation wieder ändern. Eine Möglichkeit für GC ein Spiel zu finden. Gajo über die Mauer zum Tor. Prachtfreistoß von Gajo. Das kann er. Das kann er meisterlich. Auf der Linie war das erst geklärt von Raul Petretta. Der Kopfball von Rich Munsi war das wohl. Und die Basler hier nahe am 2:1. Am Pfosten landet dieser Ball, dieser Kracher von Luca Zuffi. Nächste vergebene Basler Chance. Zuffi. Basel legt noch einmal zu. Dumbia und der macht das Tor. Der lässt sich die Chance nicht nehmen. Er trifft zum 2:1 nach 85 Minuten. Hier nicht Akanji. Und hier noch das nächste Tor. Für Seydou Dumbia. Doppelpack. Für den Ivorer. Jetzt heißt es 3:1, 88. Minute. Das ging schnell, das ging flott.